Ich heiße euch wieder ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir nehmen heute, beziehungsweise wir sind bei Folge 11. Ich kann es noch gar nicht so wirklich glauben, wie bei den letzten Folgen, dass wir schon so weit sind. Ich habe heute ein bisschen was umgestellt, und zwar habe ich jetzt Kopfhörer am Laptop dran, weil mir aufgefallen ist bei den letzten Videos, dass immer irgendwie das Mikro auch zum Teil den Sound vom Spiel mit aufgenommen hat und es immer so ein leichtes Echo gab. Deshalb versuchen wir das heute mal mit den Kopfhörern. Und ich bin sehr gespannt, weil ich zum einen zwei neue Mods dran habe, so ganz kleine. Die werde ich euch in der Infobox bzw. in der Beschreibung verlinken. Zum einen, ich hoffe, dass der funktioniert, wenn die Sims schwimmen gehen, dass der Hygienebalken und der Spaßbalken ein bisschen hochgehen sollen. Und dann habe ich noch einen reingenommen, da wir ja die Lisa und die Zoe noch nicht kennen, aber ich die gerne bei der Geburtstagsfeier von unserer kleinen Emmy dabei haben möchte, dass wir die einladen können. Der soll das möglich machen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall ist vielleicht ein interessanter Start in die Folge. Aber zum einen, die Apple macht gerade irgendeine Phase durch. Sie ist auf Distanz und ist eine Weile lieber alleine. Ist ja an sich nichts Schlimmes, das hat ja jeder mal von uns. Das Lustige ist aber, was ich jetzt direkt ausprobieren möchte, ich würde gerne sie ein bisschen selbst Wuhu machen lassen. Also ein Selbsttechtelmechel, damit der Spaßbalken hochgeht. Weil die Melli hat mir das erzählt, dass das wahrscheinlich dadurch kam und ich das jetzt einfach live mitsehen möchte, wie der Balken hochgeht, wenn sie das macht. Deshalb lassen wir sie jetzt einfach mal. Ja, April, ich weiß. Aber das ist nichts Schlimmes. Geht das denn, wenn du deine kleine Maus direkt vorne dran hast? Wir sind jetzt nicht die Oberspanner, aber ja, wir gucken jetzt einfach mal hier auf den Balken. Ja, okay, krass. Das geht wirklich ratzfatz hoch. Und sie hat erstmal ein Viertel von diesem Balken, der da unten ist. Das hat sich auch komischerweise behoben. Ich weiß nicht, woran es lag. Auf jeden Fall sind die Symbole wieder normal. Leute, guckt einfach mal. Sie ist einfach mal durch einmal selbst Techtelmechteln, ist sie schon bei der Hälfte des Balkens. Und so wie das rapide ansteigt, hat sie ihn vielleicht sogar fast schon voll. April? Ja, du bist müde, ich weiß. Leg dich schlafen. Also ich hoffe, das ist vielleicht jetzt nicht ein bisschen pervers oder eklig, aber ich glaube, ich lasse sie ab und zu nicht, wenn ihr zuguckt, das war jetzt nur so ein Test, ein bisschen selbst techtelmächeln, damit der Balken so ein bisschen hochgeht. Weil ich nicht weiß, ob das wirklich so gut ist, wenn sie hier die ganze Zeit dann rumschwimmt, weil ich keinen Vergleich habe, dass das so schnell hochgeht, außer wenn sie natürlich ein Buch liest, am PC ist. Wyatt ruft uns an. Bekanntlich ziehen Gegensätze sich an. Es ist vielleicht ein wenig eine verrückte Idee, aber lasst uns im Restaurant Burger Bar ab Abendessen gehen und sehen, ob die Sache in Fahrt kommt. Wyatt, ich finde es ja süß, dass du an uns denkst, aber ist deine Freundin nicht schwanger? Nur mal so als Gedankenstütze. Natürlich nehmen wir das nicht an, auch wenn ich süß finde, dass er an uns denkt und uns zum Essen einladen will. Aber ja, ich glaube, Zoe würde das nicht so gefallen. Deshalb nein, aber du kannst gerne allein mit deiner zukünftigen Frau. Ich denke mal, dass sie auf jeden Fall heiraten werden, die beiden. War es denn wenigstens gut? Was ist das hier? Hugo. Ja, okay. Einerseits immer ja abseits vom Netz, aber andauernd sind Anrufe da. Sterne sehen, wegen Selbsttechtelmechtel. Puh, diese Selbstliebes... Danke. Selbstliebessaison. Ich bin nicht gut im Vorlesen, tut mir leid. War nicht von dieser Welt. Okay, ich sag dazu jetzt einfach gar nichts. Sonst nimmt mir das irgendeiner krumm. Auf jeden Fall ist es positiv. Wieso bist du immer noch beschämt? Du bist beschämt. Okay, wir lassen dich jetzt beschämt. Du machst da jetzt dein Schläfchen. Und wir sehen uns dann zurück, sobald sie wieder wach ist. Und die kleine Emmy ist wach. Dann hier, bitteschön. Fütter sie bitte mal.
Ja, und du hast Hunger, du darfst gleich, du bist einigermaßen wach, du machst wahrscheinlich wieder die Nacht zum Tag, so wie ich dich kenne, April. Na los! Die kleine Maus schreit, April. April. Dann machen wir das nochmal, Emmy. Und dann kannst du sie auch noch ein bisschen anrühren. Und dann hätte ich gesagt, hüpfst du schnell unter die Dusche. Ich hoffe wirklich, dass die Aufnahme vom Ton und die vom Video, dass sich das gut harmoniert, dass das gut zusammengespielt ist. Wenn nicht, bitte in die Kommentare schreiben, wenn das diesmal nicht so gut gelaufen ist. Und diesmal hoffe ich, dass der Ton wieder nicht irgendwie einfach abhanden kommt. Das hat mich so geärgert, das glaubt ihr mir gar nicht. Vor allem, ich habe das einfach nur auf den USB-Stick gezogen, damit ich es am anderen PC bearbeiten kann. Und die Datei war einfach weg. Und ich habe sie nicht gefunden auf dem Laptop, so als wie puff weg. Das fand ich gar nicht so cool. Auf jeden Fall ist die Apple durch ihr Selbsttechtelmechtel sehr gut gelaunt, auch wenn sie Hunger hat und müde ist. Und wieso ist hier Wasser, April? Kannst du das schnell aufwischen? Und kannst du die Pflücken? Nein, natürlich nicht. Wie geht's denn unseren Bienchen? Sie sind ruhig. Und die Honigmenge ist teilweise gefüllt. Okay. Dann hätte ich gesagt, kannst du dir hier doch gerne was zu essen machen. Ah, oh, unsere Dusche ist kaputt. Wir haben nicht allzu viel Geld. Ich würde sie lieber reparieren. Dann mach dir schnell was zu essen. Beziehungsweise zünd es an. Reparier die Dusche und dann kannst du dir was zu essen machen, Liebes. Und was möchtest du gern? Du möchtest dich im Spiegel frisch machen und du möchtest Honig sammeln. Das ist doch eigentlich perfekt, weil das können wir alles relativ gut machen. Und zum einen gehen deine Punkte hier hoch. Wenn du das hast, hast du schon 400. Wie viel kriegst du da nochmal? 25. Okay, das ist nicht sonderlich viel. Auf jeden Fall geht es unserer Emmy gut. Der April geht es außer Hunger und Schlaf auch sehr gut. Durch ihr Selbsttechtelmechtel. Ich finde das so krass. Aber wenn man so überlegt, eigentlich doch eine gute Sache. Weil so ist sie relativ gut gelaunt und man kann mehr mit ihr machen. Auf jeden Fall, wenn sie das Geld hat, wollte ich ihr eigentlich noch ein Bücherregal kaufen, dass sie zumindest auch was lesen kann. Ich habe nur noch keine Ahnung, wo genau an welche Wand wir das platzieren sollen. Weil hier ist ja die Emmy dann auch. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, oder wir machen es vielleicht doch hier hin und nehmen halt dann nur diese Wand als. Na komm, jetzt fehlt es mir wieder das Wort. Als im, genau für Fotos und so. Weil hier soll das Bett ja hin. Ja, mehr Platz haben wir dann auch nicht. April, wir müssen unbedingt 5000 Euro kriegen. Und Liebes, kriegst du es hin? Zumindest hat sie Level 3 erreicht. Das finde ich ja schon mal spitze. Dann hier bitte gerade aufwischen. Und die kannst du verkaufen direkt. Und dann darfst du dir hier, was darfst du dir denn heute machen? Das verstehe ich nicht. Ich würde es ja zu gern mal ausprobieren, nur habe ich Schiss, dass mir die April dann in Flammen steht. Komm, du machst dir Würstchen. Auf April. Und wenn es dir dann so einigermaßen gut geht. Ja, ich weiß, dunkle Ringe. Was ist hier? Du bist hungrig und wütend, ich weiß. Hätte ich jetzt einen Snickers für dich, würde ich dir einen Snickers geben. Ach oh Gott, April. Aber unsere Bienchen sind ruhig. Die haben uns bis jetzt nicht einmal noch angebrannt. Außer, dass der Blitz letztens in die Bienenkiste eingeschlagen ist. Ich war richtig schockiert. Vor mir ist das so wirklich bei der ursprünglichen Aufnahme gar nicht so aufgefallen. Erst als ich das Video dann kommentiert, besprochen habe, ist mir aufgefallen, dass die Kiste ja schwarz ist und dass keine Bienchen da sind. Würde der Emmy ihren Geburtstag ja super gerne hier feiern, weil wir können ja mit ihr nirgendwo hinreisen. Nur, es sind ja schon ein paar Leute, die kommen. April, die kleine Maus weint. Wechsel mal die Windel und halt sie mal. Wir laden auf jeden Fall den Ray ein. Morgen können wir auch einladen. Sind wir schon bei zwei. Drei. Hä, wo ist Wyatt jetzt hin? Muss ich das jetzt verstehen?
Naja, zumindest hat er uns vorhin die SMS geschickt. Geht's dir gut, Emmy? Sieht schon süß aus. So, April. Wo hast du jetzt dein Würstchen hin? Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Wo ist dein Würstchen hin? April. Nein, du sollst doch was essen, bitte. April. Hast du dein Würstchen jetzt verkohlen lassen oder was? Das ist wieder so typisch April, wenn ich das mal so sagen darf. Madame, wo hast du dein Würstchen hin? Hast du das irgendwo hingelegt? Nein. Du solltest dir doch eigentlich hier dein Würstchen machen. Dann mach halt Veggie-Würstchen. Na auf. Danach geht's aber ins Bett. Wir haben 3 Uhr. Ich war halt am Überlegen, ob, wenn wir dann die Geburtstagsfeier von der Emmy dann machen, ob ich noch von denen 2 kaufe, dass die dann hier rein theoretisch zu viert sitzen könnten. Jetzt wird aber hundertprozentig die Windel voll sein. Ja, yep, ich bin gut. Weil es sind schon ein paar, so 5, 6 Zoe in Wyatt, Entschuldigung. Der Ray und die Alexis. Shane wollte ich einladen. Ikaya, ich glaube, so heißt er. Sind wir schon bei 6 Personen? Dann die Yuki können wir einladen. Bimia mit ihren Kindern. Sind wir schon bei 10 Leuten? Das Lustige wird. April, hast du es jetzt fertig gegessen? Ja. Gut. Dann kümmerst du dich jetzt mal um die Windel. Kannst du den aber bitte noch wegräumen? Jetzt habe ich voll vergessen, was ich sagen wollte. Genau, wir sind schon bei 10 Leuten. Die können sich ja alle am Lagerfeuer bedienen. Nur ist es halt schon ein bisschen eng. So, April, könntest du vielleicht bitte noch hier duschen gehen auf Toilette und dann darfst du gerne schlafen gehen. Aber ich freue mich ja schon so, wenn die Emmy dann ein Kleinkind ist, weil dann können wir mit ihr reisen. Heißt, sie müssen nicht immer auf unserem Grundstück bleiben. Was ist jetzt schon wieder passiert? Sie ist gebissen worden. Ei, supi. April, hier. Anni, du sollst erst bitte noch pieseln. Sonst wirst du wieder wach und hast dir in die Hose gepieselt. April. So, schnell pieseln, dann darfst du schlafen. Aber wir schlafen auch nicht allzu lang. Wir wollen ja heute noch ein bisschen was unternehmen. Beziehungsweise planen. Können wir denn? Doch, können wir, okay. Aber das würden wir dann auch so machen. Was ich aber jetzt wirklich nicht verstehe, wieso Wyatt nicht hier ist. Ray ist da morgen. Kann ich mir das auch ein bisschen höher machen? Ja. Alexis ist auch nicht drinne. Irgendwie verstehe ich es nicht. Bibi hat Hunger. Los, schnell füttern. Ja, April. Wenn du Hunger hast, bist du auch nicht gut drauf. Los, schnell. April. Bist du schon wieder krank? Hast du Fieber? Kann das sein? Sorvel. Bleib mal stehen. Außer ihre Pickelchen. Steht hier denn irgendwas? Kann man was machen? Symptommedizin. Ja, komm, wir geben ihr jetzt einfach mal was. Vielleicht hilft es ihr was. So, ihr Süßen. Wollt ihr dann vielleicht noch so 3, 4 Stündchen schlafen?
Oh. Oh. So, dann ab in die Haja. Viel Spaß. Schlaf gut. Auch wenn es knapp 20 vor 8 ist. Punkte, sehr gut. Aber die anderen Sachen müssen wir dann noch machen. Auch wenn ich eben nichts gesehen habe. So. Ja, natürlich, Ray, kannst du vorbeikommen. Was ist mit dir los? Sie ist beschämt. Okay, du musst dich aber jetzt bitte hier mal um die Kleine kümmern. Und dann hätte ich gesagt, geben wir ihr mal so eine Gesichtsmaske. Hautpflege. Einmalige Behandlung, ja bitte. Oh, das sieht aber süß aus. Das ist bestimmt so eine Kohlemaske. So, April. Was ist hier? Da ist Ray. Ich hoffe, Ray erschreckt sich jetzt nicht. Dann sag doch mal, April, stopp, bitte. Nein, ich möchte jetzt gern, dass du ein bisschen mit dem Ray dich unterhältst. Und dann müssen wir jetzt mal langsam überlegen. Fotos teilen, okay. Du kannst ihm mal von Herzen ein Kompliment machen. Dann gucken wir mal, was wir noch so machen können. Was ist das hier eigentlich? Ah, wir können jetzt sogar verkuppeln. Das ist ja cool. Oh, April, ich glaube, wir wären ein paar Kuppler. Ja, wir können auch mal nach seinem Kinderwunsch fragen, auch wenn wir das, glaube ich, schon gefragt haben. Los, Spiel. Ich möchte gerne den nächsten haben. Einkommen macht nicht groß Sinn. Ja, wir fragen Ray nach seinen Techtelmechtel-Erfahrungen. So. Ich hoffe, er erschrickt sich jetzt nicht wegen ihrer Maske. April! Excuse me. Komm zurück. Bitte. Und jetzt sind die ganzen Dinger weggegangen. Dann darfst du es halt nochmal machen. Komm, ihr könnt auch ein bisschen rumblödeln. Das passt doch zu euch. Ich finde, die beiden sehen ja schon sehr süß zusammen aus. Aber ich bin halt auch mal gespannt, wie sie sich mit Shane versteht. Und wie sie sich mit Zoe in Wyatt versteht, ob die Freundschaft harmoniert. April, willst du dich vielleicht am Spiegel kurz frisch machen? Dann kriegst du nämlich auch diese 25 Punkte. Du gehst erst duschen, okay. Ray, bleibst du hier? Hier, sich frisch machen. Und dann haben wir nämlich den Punkt auch schon. Und dann haben wir auch schon gleich halb eins. Dann würde ich sagen, dass wir vielleicht jetzt mal. Ah, das ist bei euch frisch machen. Mit diesem schicken Mäskchen auf dem Kopf. Oh, Ray, was machst du? Ray hat einfach mal unser Unkraut weggemacht. Wie cool. Dann müssen wir bei unseren Pflanzen jetzt hier auch mal. Nicht, dass Ray uns das klaut. Alles verkaufen, bitte schön. Nicht, also jetzt nicht, dass er es klaut, sondern dass er es einfach pflückt. Geht das überhaupt, dass man bei anderen pflückt? Wir haben wieder 25. Juhu. Was machen die Bienchen? Sie sind irritiert. Dann ziehst du bitte diesen sexy Anzug an und machst die mit Milbenzeug voll. Können wir den einschalten? Nein, okay, der macht sich von alleine. Ja, Ray, du denkst auch, oh, was hat die da im Gesicht, gell? Und jetzt wieder in den Badesachen. Ah, nee. Ray, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du da mitten stehst, wenn die Bienchen da sind. Und dann kannst du den Honig direkt verkaufen, wenn du den Anzug schon anhast. Ja, also Ray legt viel Wert auf Ordnung. Okay, Apple, du gehst schwimmen. Tu das. War ich alles gut? Sie sind irritiert. Okay. Aber das ist ja nicht so tragisch. Wie lange bleibt jetzt deine Maske eigentlich drauf? Noch 7 Minuten. April!
Dein Babybein. Schmutzige Windel wechseln. Du darfst jetzt nicht schwimmen. Komm bitte her. Und sie ist einfach mal kokett. Habt ihr das gesehen? Oh, kriege ich da ein schönes Foto von dir? Och, ist das süß, wie sie guckt. Och, das sieht schon süß aus, oder? Ich liebe ja ihre Gangart, wie sie aus dem Wasser läuft. Richtig so, Wasser, Wasser. April, Wasser ist, du bist nicht aus Zucker. Glaub mir. Du bist nicht aus Zucker. Das sieht so süß aus. Wenn du so kokett bist, willst du dann mit dem Ray ein bisschen flirty-flirty machen? Ja, guck. Ach, ist die Kamera wieder da hinten. Chips. Ray, du stehst mit in den Blümchen. Komm, wir flirten mal ein bisschen. Aber erst werden die Windeln gewechselt. Und jetzt wird geflirtet. Emmy, dir geht's gut? Sehr gut. Mami will jetzt ein bisschen flirten. Mami geht es nämlich soweit relativ gut. Mitten bei der Bienenkichte. Ich hätte ja gern so ein schönes Screenshot von ihrem Gesicht, wie sie flirtet. Du kannst noch ein bisschen mit ihm flirten. Noch eine Runde. Ray, du wackelst mit deinem Kopf zu viel. So. Ray, ich muss mal kurz durch dich durchdüsen. Okay, so sieht es wieder komisch aus. Ich glaube, wir müssen es von der Seite nehmen. Ja, also eine Rose kannst du ihm natürlich auch geben, wenn dir das in Gedanken so ein bisschen durch die Gegend schwirrt. Guck mal hier. Oh, du kannst ihm sogar die Hände küssen. Ja, dann komm, macht doch einfach mal. Immerhin muss bei euch ein bisschen Romantik auch ein bisschen abgehen. April, pack dein Handy weg, bitte. Shoshu, okay. Kannst du mal ein bisschen aufreizen, pussieren, oder? Das sieht bestimmt auch schick aus. Ja, Bücher. Ja, Bücher bräuchten wir auch noch ein bisschen. Das ist doch auch ein schönes Bild von der Apple. Ray, ich muss leider wieder durch dich durchdüsen. Also April war wirklich eine harte Nuss im Käse. Ich habe fast 4 bis 5 Stunden an ihr da rumgewerkelt wie eine Irre. Bis ich einigermaßen so zufrieden war. Oh Ray, jetzt sind wir wieder in der Tonne, Entschuldigung. Könnt ihr nicht ein Foto voneinander machen, beziehungsweise ein Foto zusammen? Komm, April. Foto machen mit, ja komm, dann hast du nämlich schon dein erstes Foto. Vor allem, da sieht man dann bestimmt, wie süß ihr errötet seid. Und Ray hat auch rote Wänkchen. Bei ihm sieht man es halt noch mehr, weil er einfach so einen dunklen Hautton hat. Guckt mal, wie süß das aussieht. Okay, April guckt nicht so begeistert gerade. Dann machen wir das doch einfach so. Das war die falsche Taste. Und jetzt möchte ich, dass ihr ein Foto macht. Angie! Wie guckt ihr jetzt? Also ich bin ja so ein absoluter Screenshot-Fan. Chips. Können wir jetzt vielleicht hinter das Handy? Oh ja. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ich finde es süß. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich finde es süß.
So, und was zeigt er mir jetzt? Ja, okay, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber okay. Dann nehmen wir doch aber bitte die große Seite. Sollen wir so nehmen oder noch ein bisschen hoch? Okay, das ist zu viel. So? Ich glaube so. Und wir machen alle fünf, weil ich so die Erfahrung damit gemacht habe, dass immer eins der Bilder total verschwommen ist. So, April. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Das sind schon wieder 26 Minuten. Wenn ich wieder ein paar Szenen rausschneide, die langweilig sind. Was machst du denn jetzt? April. Okay, ich glaube, Ray hat sie ganz schön angeturnt. Sie muss sich jetzt erstmal ein bisschen erleichtern. Oh Gott. Aber es ist schon süß. Okay, wobei, muss ja jetzt nicht jeder sehen. Ich würde mir nämlich jetzt gerne mal hier die Bilder angucken, die sie gemacht haben, die zwei. Hallo? Ach, jetzt. Seht ihr? Verschwommen. Aber es bringt drei Simoleons immerhin. So. Die sehen eigentlich alle total gut aus. Wobei ich glaube, drei Qualität schlecht. Qualität normal. Qualität normal. Qualität normal. Ich glaube, das ist das beste Bild. Dann würde ich den Rest eigentlich verkaufen. Und wer bist du? Don Lotario. Okay. Das behalten wir. Das war nämlich genau, das war mit der normalen Qualität. Und das Coole ist, wir haben jetzt einfach schon mal das erste Bild mit einem der Community Sims und einer ihrer Freunde. So, April, wo willst du das Bild denn hinhaben? Wenn wir hier nämlich das Bücherregal noch hinmachen. Okay, ich muss die Wand lassen, nur dann bin ich immer durchs Fenster muss ich dann gucken. Ich würde es einfach mal hier lassen. Ja, komm, am emotionale Aura aktivieren und wir fügen einen Rahmen hinzu und zwar ein dunkles Holz. Wie cool! Ich bin gerade voll happy. April geht schwimmen. April Ray ist aber noch da. Komm, ihr könnt noch ein bisschen euch unterhalten. Aber ich glaube, okay. Tschüss, Ray. Oh, das hatte ich so noch nie, dass man einen Wohnungsschlüssel geben kann. Hast du eigentlich jetzt den Honig verkauft? Und die Emmy schreit. Sie hat bestimmt Hunger. April, kommst du aus dem Wasser bitte raus? Willst du bist ein junger Erwachsener, gell? Du kannst dich doch eigentlich da mal freundlich vorstellen. Kokett sogar. Ja, komm, wir probieren es einfach mal, wenn du jetzt schon so gut drauf bist. Aber ich glaube, das ist die erste Folge, bis auf, ich glaube, die Folge zuvor, Folge 9, dass ihr Spaß einfach mal voll kann. Also volle Kanne voll ist. Don, wir kommen jede Sekunde. Wir müssen nur kurz unser Baby füttern. Wie siehst du denn eigentlich aus? Naja. Also da finde ich Ray wirklich sympathischer. Und vor allem, wie der den Mund zieht. Okay, April. Du kannst das vergessen. Du musst dich nicht kokett vorstellen. Du hast Hunger. Ich weiß ja, dann hier, bitteschön. Und verlass dein Würstchen diesmal nicht anbrennen. Du willst eine kokette SMS verschicken. Was ist das hier? Das war nicht angenehm. Okay. Alles gut? Alles gut? Du musst mir bitte aufpassen. Du bist zwar todmüde, aber du musst bitte dir noch was zu essen machen und verbrenn dich bitte nicht. Und sie hört einfach wieder total die Augenringe. Oh, April. Du arme Maus. Aber freu dich. Morgen hat deine kleine Maus Geburtstag.
Okay, April. Deine kleine Maus weint wieder. Du darfst sie dann gleich mal liebkosen. Und gefällt dir das am Grill bzw. am Lagerfeuer? Dann los essen. Emmy, die Mama kommt gleich, versprochen. Dann hier, du kümmerst dich erst um die kleine Maus, lass sie ein bisschen hüpfen, danach kannst du dein Essen weiter essen. Und ich finde das so süß, dass das Bild jetzt da ist. Kann ich das auch hier hinstellen? Nein, schade. Talentwettbewerb, das ist super süß, Ray, aber wir wollen eigentlich nicht so wirklich mit Ruhm und sowas machen. So, hier. Essen. Dann kannst du duschen gehen. Du stinkst nämlich wieder so ganz dezent. Und die Emmy schläft. Ja, das mit dem Geburtstag in der Folge kriegen wir jetzt leider nicht mehr hin, da die Zeit schon rum ist. Ich werde jetzt auch gleich, wenn die April dann ins Bettchen geht, geduscht hat und die Toilette benutzt hat, dann auch die Folge beenden. Aber ich freue mich sehr auf die nächste Folge, weil die kleine Emmy dann Geburtstag hat. Und ich bin so gespannt, wie sie aussieht. Ob sie die Haare von der Mama hat oder vom Papa. Generell, Hugo, ja, alles gut, Dankeschön. Oh, und sie hat sich verbrannt. Können wir dir was gegen die Schmerzen geben? Weil ich glaube, bei einer Verbrennung würde ich, denke ich, auch gern was haben wollen. Oh, und was möchtest du mit Ray machen? Mit Ray rumalbern. Ja, das können wir da doch eigentlich erfüllen beim nächsten Mal. So, packst du deinen Teller jetzt auch noch weg? Also das. April, wo hast du dann den Teller jetzt hingepackt? Ans Inventar. Dann schmeiße ich den halt für dich weg. Auf jeden Fall ist sie Spaß gut, sozial ist total gut, Hunger hat sie jetzt auch nicht mehr. Jetzt gucken wir, dass wir das Duschen noch ein bisschen hochkriegen, weil ich möchte eigentlich, dass sie relativ gepflegt aussieht, wenn sie Geburtstag, wenn wir den Geburtstag dann feiern. Weil sie trifft ja dann wirklich alle. Und ich bin so gespannt, wie das wird. Ja, auf April, schnell duschen, Toilette, dann kannst du schlafen gehen. Und sie ist schon wieder benommen. Jetzt schlaf mir ja nicht auf dem Ding ein. Du kannst sie kurz mal mit der Flasche füttern. Und nochmal ein bisschen angurren. Okay, das hat nichts gebracht. Wechsel mal die Windel. Emmy, was ist los? Hunger hast du scheinst keinen. Jetzt. Dann kannst du noch. Wieso Fragezeichen? Dann geh schlafen, April. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge war wieder relativ gut interessant. Auf jeden Fall hat sie wirklich romantische Interaktionen mit Ray endlich gehabt. Das wollte ich ja vor 3, 4 Folgen schon endlich schaffen. Aber da hat ja das Selbsttestelmechtel uns ein bisschen geholfen. Und der Balken ist auch schon ein bisschen hochgegangen. Auch wenn es zu früh ist, etwas zu sagen, schreiben die hier rein. Genau. Kannst du mir das nochmal anzeigen, bitte? Was ich halt jetzt nur nicht verstehe, warum die anderen jetzt hier nicht angezeigt werden. Naja. Ich hoffe, dass wir sie morgen auf jeden Fall einladen können, weil wir feiern morgen ihr Geburtstag. So, ich bin wieder da. Jetzt hat der Postbote gerade wieder geklingelt, wie schon einmal in der Folge. Auf jeden Fall könnt ihr mir ja mal reinschreiben, was für ein Merkmal die Kleine kriegen soll. Ich würde sie ja gern engelsgleich oder anhänglich, glaube ich. Das sind, glaube ich, so meine beiden Favoriten gewesen.
Vielleicht mache ich auch eine Abstimmung rein, ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall schreibt mir gerne in die Kommentare, ob die Folge euch gefallen hat. Macht bei der Abstimmung mit und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.